kann euch sagen, hier ist richtig Druck auf dem Kessel oder beziehungsweise der Druck hört nicht auf, denn vor euch seht ihr etwas Zugedecktes. Nicht allzu groß, aber garantiert saudreckig. Achtung, ihr müsst heute zur Höchstform auflaufen. Welches Wort ist da drin? Auflauf. Oder wie meine Mutter gerne letzten Sonntag zu mir gesagt hat, Panayota, möchtest du noch ein bisschen Einlauf? Ja, habe ich abgelehnt. Für euch das Gute, es geht wirklich um Aufläufe. Und dann könnt ihr einmal eure Tücher entblößen. Eia. Ach du Scheiße. Scheiße. Ja. Ja. Die Schüssel sah ja aus wie Scheiße. Schon wieder so eine Sauerei. Auf jeden Fall gut durch. Wohl einer den Backofen vergessen auszumachen. Ja. Nö, das war Absicht. Wie um alles in der Welt soll ich das abwägen? Und vor allem womit? Wir machen es euch noch schwerer. Es ist ja Finale, einfach kann jeder. Und ihr müsst jetzt gleich eure Putzutensilien und euer Putzmittel ersteigern. Und ihr seht jetzt unter euren Tischen Zeittäfelchen. Die dürft ihr jetzt bitte einmal auf euren Tisch neben eurer Auflaufform stellen. Das sind nämlich die Minuten, die ihr zur Verfügung habt noch und die ihr jetzt gleich als Mieteinsatz nutzen könnt. Also Minuten wie Geld und dann kann ich mir mit den Minuten die Hilfsmittel ersteigern. Mindestens 5 Minuten kostet jedes Utensil. Je mehr ihr bietet, desto weniger Zeit bleibt übrig. Logisch, oder? Okay, was liegt da alles? Diese Stahlwolle? Willst du haben? Ich dachte, komm, du willst auf jeden Fall diese Klobürste haben, weil damit schafft man das doch locker. Die Putzmittel werden nach dem gleichen Prinzip versteigert. Eigentlich hättet ihr 40 Minuten, es sei denn, ihr kauft jetzt natürlich ordentlich Produkte und fürs Verkaufen wisst ihr, wer zuständig ist. Ich. Wir fangen an mit dem Stahlschwamm im Angebot. Sensationeller Stahlschwamm, Leute. Für nur billige 5 Minuten. Wer bietet 5 Minuten? Und ich sehe schon, der Sascha, der hat's drauf. Der sagt, für 5 Minuten weniger schaffe ich's. Katja erhöht auf 6 Minuten. Und der Markus geht mit, sagt 7 Minuten. Katja sagt, ich kann das. Noch besser 8 Minuten. 8 Minuten zum ersten, 8 Minuten zum zweiten, 8 Minuten. Der Sascha kommt noch von hinten aus der Kurve und schleudert die Katja raus mit 9 Minuten. Der Blödmann, der macht mich fertig, der Mensch. Echt. Ja, komm, machen wir noch einen. Ja. Der Markus, ja, ja. 10 Minuten zum... Nein, nee. Der Sascha lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. 11 Minuten, Alter. Sagt der Sascha. Und Katja, hast du erhöht? Ja. Jawohl. 12 Minuten. Komm, die 1 Minute... Die schaffst du auch noch weniger. Zum ersten. 12, Sascha 13. Höre ich eine 14? Man kann ja anfangs auch hoch mitbieten, um dann auszusteigen. 13 zum ersten, 13 zum zweiten. Oh, Katja, meine Herren, ist das ein Rennen. Ich merke schon, hier ist Finalstimmung. 14 Minuten gibt Katja ab zum ersten. Bitte halt jetzt deinen Mund, du hinter mir. Zum zweiten und zum dritten, zu spät, an Katja verkauft. Das hat mich sehr gefreut. Katja, kannst du fangen? Nee. Na klar kannst du das. Zack, wunderbar. Spülschwamm hat dich 14 Minütchen gekostet. Das heißt, genau richtig gerechnet, 26 Minuten bleiben dir dafür übrig. Kommen wir zum nächsten. The one and only Klobürste, wie wir sie kennen, lieben. Hier heute ganz frisch im Angebot für nur 5 Minuten. Katharina sagt, die will ich haben. Markus bietet 6. Katharina, du bietest mehr, 7. 7 Minütchen, 8 Minuten. Ich will unbedingt diese Bürste haben. 9 Minuten. Weil da kann man richtig mit schrubben, da hat man richtig viel Arbeitsfläche. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Der Sascha. Die Taktik, die ich mir ausgewählt habe, war halt, der Katharina noch einige Minuten abzubieten. Das hat auch gut funktioniert. Sie ist auf den Trick reingefallen. Und die Katharina, die ist scharf wie Frittenfett. 19 Minuten zum ersten, zum zweiten und zum dritten Verkauf an Katharina. So, Achtung. Zack. Hervorragend. Habe ich die Bürste ersteigern können für 19 Minuten? Mensch, das war ja ein Schnapper.
Allerdings muss von der Restzeit auch noch ein Putzmittel ersteigert werden. Zunächst aber betteln sich die Männer um den Spülschwamm. 21 zum dritten Verkauf an Sascha. Für die Zahnbürste muss Markus das Mindestgebot von 5 Minuten investieren. Und am Ende blieb natürlich die Zahnbürste über. Ja, das war nicht so mein Plan, aber ich mach's besser draus. Es gibt ja jetzt noch die Putzmittel dazu. Diese werden wieder an den Höchstbietenden versteigert, damit man den Verkrustungen standesgemäß zu Leibe rücken kann oder eben auch nicht. Katharina geht mit der teuren Klobürste und dem Shampoo an den Start. Magere 6 Minuten bleiben für sie übrig. Ob das reicht? Ich habe mir jetzt das Shampoo ersteigert und mir sind 15 Minuten zwar flöten gegangen, aber ich probiere das jetzt hier mit Manpower dran zu gehen. Markus hat nicht die begehrtesten Mittel, aber 24 Minuten. Sieht zwar total lächerlich aus, aber ja, ich schaff das Ding. Sascha hat nach dem Poker um die Zahnpasta noch 14 Minuten. Ich hoffe, es sind ein paar Granulatstücke verarbeitet. Habe ich jetzt noch nie so ausgetestet. Ja, bin gespannt, ob es funktioniert. Katja arbeitet mit Spülmittel und mit 12 Minuten. Ich habe auf jeden Fall jetzt die Kombi, die unschlagbar ist. Das bedeutet, Katja hat 12 Minuten Zeit, Katharina 6 Minuten, Sascha hat 14 Minuten Zeit und der Markus hat 24 Minuten Zeit. Die brauche auch. Weil du bist mit der brutalsten Zahnbürste der Welt unterwegs heute. Hat sich da etwa jemand verzockt? Das schaffe ich locker. Also ich habe die Bürste, das Shampoo, das schaffe ich auch in 6 Minuten. Ne? Der da mit der Zahnbürste, der Markus. Heute die Sendung wird ein bisschen anders ablaufen als die vorherigen. Es ist Finale. Die Jury wird jetzt gleich eure Auflaufform bewerten. Und Jörg, was passiert mit dem, der am schlechtesten putzt? Der scheidet leider aus. Das muss man erst mal sacken lassen. Die beste Auflaufform, haltet euch fest, zieht ins Finale ein. Ich wünsche mir das so sehr, dass ich jetzt auch ins Finale komme. Ich habe gesagt, ich nehme das Ding mit nach Hause und ich schaffe das. Auf die Plätze, fertig, ran an den Dreck. Das Finale ist Runde 3 heute. Das hier ist Runde 1. Ich war, glaube ich, der Einzige, der so richtig viel Zeit hatte. Dennoch werde ich mich an die Aufgabe so ranhängen, als wären es nur ein paar Minuten. Ich habe auch keine Zeit, jetzt das Zeug einzuweichen. Die Zahnbürste umgedreht. Der schrubbt noch gar nicht mit der Bürste. Der nimmt den Stiel. Das ist auch nicht verkehrt, ja. Die Konkurrenz kann nur staunen und sich ärgern. Eigentlich habe ich gedacht, was will er mit der Zahnbürste? Aber er weiß, sie einzusetzen. Oh ja. Dadurch, dass der eine schöne Holzkante hat, kann er das alles schön mechanisch wegschaben. Aus Schaben wird man klug. Ich dachte, das schaffe ich locker mit der Klobürste, ne? Nur bei dem Markus war ja nach 10 Minuten schon alles sauber. Da dachte ich, scheiße. Markus' 10 Minuten Vorsprung ist fast aufgebraucht. Ja, kannst du schon mal den? Kannst ja gleich den Liegestuhl holen. Ich mach gleich noch ein paar Erfrischungsstützen, wenn ihr gleich dran seid. In wenigen Sekunden darf Sascha starten. Bis dahin lernen wir noch was. Hartnäckige Verkrustungen sind eine Mischung aus verschiedenen chemischen Verbindungen wie Eiweiß, Zucker und Fett. In einem ersten Schritt grobe Verschmutzung entfernen. Spülmittel auf den Spülschwamm geben und die Verkrustungen bearbeiten. Das Ganze am Ende in warmem Wasser einweichen. Übrigens, moderne Spülmittel enthalten mittlerweile Enzyme, die Eiweiße und Zucker lösen können. Jetzt bloß kein Frühstart. So, gleich ist es soweit. 5, 4, 3, 2, 1, ran an den Dreck. Ich lass dich mal alleine. Ja, besser ist das. Jetzt heißt es Zähne zeigen. Ach, je ist so fest. Ich habe gesehen, dass der Markus rein mechanisch mit der Zahnbürste gearbeitet hat. Und da ist es mir dann, nachdem das mit dem Scheuerschwamm nicht richtig funktioniert hat, in den Sinn gekommen,
Da solltest du vielleicht dann mal den Zahnpasta-Deckel nutzen. Mein Plan, die Geheimwaffe ist die Zahnpasta. Als ob das geplant gewesen wäre. Noch 30 Sekunden hast du Zeit. Also Katharina sieht jetzt auch so den Zeitvergleich. Sie weiß, sie hat nur die 6 Minuten. Und ob das jetzt wohl reichen wird, sie muss abwarten, bis alle 3 gestartet haben. Und erst dann darf sie... 3, 2, 1, ran an den Dreck! Jetzt aber schnell. Gott, was machst du jetzt? Was machst du jetzt zuerst? Also ich war dann doch wieder leicht überfordert. Die Enzyme des Spülis sind Katjas einzige Chance, dem brachialen Schrubbvorsprung der Männer etwas entgegenzusetzen. Das nennt man lösungsorientiertes Arbeiten. Und Katharina? Die schöpft noch Kraft für ihre Klobürstenaktion. Also warten ist ja gar nicht meins, ne? Wenn ich warten muss, dann werde ich wirklich aggressiv. Kannst du gleich rauslassen. Ja, der ist hier, der hat's ja gleich fertig, der ist gleich fertig, die ist gleich fertig, fange erst an, ne? Ja, super, ja. Läuft bei fast allen. Also, aufläuft. Also, die zittert richtig, die scharrt mit den Hufen quasi oder kratzt gleich mit den Nägeln. 5, 4, 3, 2, 1, ran an den Dreck! Ah, auch gut. 6 Minuten sind es jetzt für alle. Ich habe ja mit der Shampoo-Flaschenkante alles da rausgeholt an Verschmutzung, Verkrustung. Boah, das war richtig scheiße. Und ich da am Schrubben, diese Bürste verliert alle Bürsten. Ich kann gerade nicht sprechen, sonst raste ich gleich aus. Ey, wirklich. Ach, dann hast du das Shampoo im Mund hängen, in der Ohren, überall, am Blazer. Oh. Man merkt schon, wer mehr Zeit hatte. Die Zahnpasta, die hat null Fettlösung. Also lieber Hausfrauen zu Hause, Zahnpasta, vergiss es. Dann lieber doch den Bodenreiniger. Der reinigt Böden und Ränder. Komm, Katharina, komm. Scheiße. Was ist das hier für eine Kacke? Warum geht das jetzt nicht hier ab? Die Scheißverkrustungen. Noch 1 Minute. Boah, scheiße, Mann. Ihr habt noch 1 Minute Zeit. Bis zum letzten Tropfen. Nur 3 kommen weiter. Gib Gas. Zum Schluss habe ich dann noch mal irgendwann die Fingernägel dazu genutzt, weil das mit dem Deckel dann auch nicht mehr so richtig funktioniert. Noch mal ausspülen, Katharina, komm. Vorsicht, bitte. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Finger weg vom Dreck. Mann! Ja. Kriegst einen halben Herzinfarkt. Ich habe ja mein Studium an der Auflaufform abgeschlossen gerade. Oh, mit der Zahnbürste, ey. Auf dem Zahnfleisch gehen alle. Da ist nichts mehr dran, Junge. Es sieht gut aus, das auf jeden Fall. Es sind so Kleinigkeiten noch zu sehen. Und die Zahnbürste macht mir gerade echt Angst. Material hat gelitten. Und das Endprodukt? Noch nie ging es in einer Challenge um so viel. Ein Finalist scheidet jetzt aus. Und einer ist definitiv im finalen Duell. Wer? Das entscheidet die Jury. Ja, hallo Markus. Hallihallo. Ja. Man sieht da auf jeden Fall ein bisschen so Kalkrückstände, aber so vom Eingebrannten her. Die werden wir gleich wahrscheinlich überall sehen. Als die Jury dann die Kalkflecken bemängelte, da habe ich gesagt, ja, jetzt werden sie päpstlicher als der Papst. Okay. Gut, gehen wir mal zu Katharina. Die kurze Zeit spielt bei der Bewertung keine Rolle.
Ich habe mir nur gedacht, können die nicht einfach direkt weitergehen und an mir vorbeigehen und die Auflaufform einfach nicht beobachten, nicht besichtigen? Ich mag Röststoffe. Also. Ja, kann man direkt für das nächste Mal benutzen. Ja, genau. Wir haben die Kruste noch ringsrum, ganz eindeutig. Sascha? Hallo? Oh ja, du hast es uns ein bisschen hier schwerer gemacht, ja? Überall pingelig, genau alles wieder aufgezeigt. Ne? Auf jeden Fall, ne? Auch da Sprenkel noch. Geschmacksverstärker. Genau. Ja, logisch, ja. Mit Zahnpasta, wie soll das denn anders gehen? Was hast du uns heute zubereitet hier? Ja, das sind noch Sommersprossen. Ein bisschen Sommersprossen haben wir hier vorne noch. Ich ärgere mich ein bisschen über mich selber, dass meine Kraft nachher nachgelassen hat und dass ich diese paar Pünktchen, die übrig waren, wirklich nicht noch weggekriegt habe. Danke. Bitte. Nicht nur die Flecken, auch die Regeln des Finales haben sich eingebrannt. Einer muss heute die Sendung verlassen und ist nicht mit dabei. Ja. Bianca. Alle habt ihr wirklich vollen Körpereinsatz gezeigt in der euch zur Verfügung stehenden Zeit. Leider hat sich jemand dabei verzockt mit der Zeit und damit muss uns heute leider verlassen. Katharina. Manchmal heilt die Zeit alle Wunden, manchmal ist sie an welchen schuld. Ich wollte es wirklich werden hier. Und jetzt ist es vorbei. Und jetzt bin ich wirklich traurig. Schrecklich. Katharina hat sich definitiv in dieser Challenge verzockt. Nee, ich weine jetzt nicht mehr. Jetzt ist Feierabend. So. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Die Stunde der Wahrheit. Welcher der drei ist sicher im finalen Duell? Der finale Duellant heißt Markus. Ja, wunderbar. Also meine Taktik ging echt auf. Ich bin mega happy. Jetzt geht's wirklich gleich um die Wurst. Sascha und Katja, ihr seid in der nächsten Challenge. Mutti. Mutti. Wir sind ja unter den letzten drei, ne? Das ist ja schon mal eine Ehre. Auf dem Treppchen sind wir schon mal. Auf dem Treppchen sind wir schon mal.